Willkommen zurück zum Nintendo Spielestudio. Liebe Leute, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Grusel, würde ich sagen, oder? Komm, wir haben schon lange kein Gruselspiel mehr hier gespielt. Oder zumindest mal nichts, was wirklich richtig gruselig gewesen ist. Irgendwie fehlt das noch hier beim Nintendo Spielestudio, oder? So dieser richtige Schockmoment, der mich... Wobei, ich erinnere mich an den Fisch, der durch die Scheibe geflogen ist. Aber der zählt nicht. Versuchen wir es mit The Convenience Store. In der Beschreibung stand, dieses Spiel ist überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach nur ein ganz normaler Laden, der überhaupt nicht zwielichtig ist. Es ist alles in Ordnung. Und das hat mir schon gezeigt, dass ich hier wahrscheinlich doch etwas anderes erlebe, als einfach nur einen ganz normalen Laden. Es sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Und ich krieg eine Knarre. Mit einem Schuss. Ich weiß nur nicht, wie ich schieße. Ja. Und da ist ein Keller. Soll ich in den Laden oder in den Keller? Ich glaube, in den Keller ist wahrscheinlich am logischsten erstmal, ne? Ich warte immer noch auf die... Beziehungsweise... Oh, okay. Die neuesten Folgen von American Horror Stories gucke ich gerade aktuell. Die englischen. In Deutschland gibt es das noch nicht. Hier ist ja gar nichts. Hier kann ich mich verstecken, oder was? Werde ich hier später reingeworfen, wenn ich tot bin? Also meine Leiche entsorgt? Kann das sein? Okay. Nein! Ich komme hier nicht mehr raus. So. Das ist ein bisschen schwierig mit diesen ganzen... hier, First-Person-Geschichten. Und da ist ein Ladenbesitzer. Wenn ich dem jetzt direkt die Knarre ins Gesicht halte, dann... Ich weiß nicht. Kommt ein bisschen komisch, oder? Ich glaube nicht, dass er mir dann was verkauft. Vielleicht ist es ja auch ein Waffenladen. Hallo? Sir, darf ich rein? Gibt es hier etwas käuflich zu erwerben? Sir? Oh. Das war mein einer Schuss. Der ist jetzt weg. Da fliegt er. Mein Schuss. Hä? Mache ich hier irgendwas falsch? Ich kann springen? Ah, guck mal, jetzt geht die Tür auf. Hä? Hallo? Machen Sie mir nochmal die Tür auf? Er hat gerade eben nicht geklappt. Hallo? Sir? Bitte machen Sie nochmal die Tür auf. Ich weiß nicht. Convenience. Tschüss. Wartet mal, irgendwas möchte ich nochmal anders machen. Ich starte nochmal von vorne, ich hole mir jetzt nochmal die Knarre und möchte rausfinden, wenn ich ihn jetzt mit der Knarre irgendwie bedrohe oder sowas, was dann passiert. Also irgendwie kommen wir ja rein, wir haben es ja gerade gesehen, irgendwie kommt man rein. Was das Geld hier auf der Straße zu suchen hat, weiß ich nicht, aber Hauptsache wir haben es mal genommen, ne? So, ich habe zwar schon mein Geld, aber ich möchte trotzdem irgendjemanden einfach irgendwie in den Arm schießen oder sowas. Stand heute auf meiner To-Do-Liste. Ich habe heute Nacht davon geträumt, jemandem in den Arm schießen. Und das möchte ich jetzt gerade tun. Könnte ich das jetzt bitte tun? Sir, können Sie mich bitte nochmal kurz reinlassen? Wie komme ich hier rein? Ah! Mit Y kann ich die Tür aufmachen. Ja, das wusste ich nicht. Okay. Ich habe gedacht, ich hätte vorhin alle Knöpfe gedrückt, aber anscheinend nicht. Sir, ich habe zwar eine Waffe in der Hand, aber ich möchte Ihnen nur zeigen, wie schön ich sie geputzt habe. Weil ich letzte Woche mit Ihnen hier, bei Ihnen hier schön eine tolle Wachswichse gekauft habe. Und bevor ihr jetzt sagt, ja, das ist eklig, nein, das heißt so. Schuhwichse gibt's auch. So, ich glaube aber, ich muss ihn erschießen, oder? Ending, Murderer! Von wegen Horror-Game, Seabass. Was war denn das? Nee, das gibt keinen Stern, oder? Na komm, das war ja ein bisschen... Das war wirklich ein bisschen... Wenn nicht sogar... Also wirklich, ich fand das jetzt nicht so... Es war schön designt, tatsächlich. Ich hätte mir jetzt ein bisschen, wohler gefühlt, wenn in den Regalen noch ein bisschen was gewesen wäre, damit es jetzt wirklich als Laden identifiziert worden wäre. Wozu der Keller gut war, beim besten Willen, keine Ahnung. Das Geld hat keinen Sinn gemacht. Der eine Schuss, okay, um ihn halt zu erschießen und... Nee, das tut mir wahnsinnig leid, aber das... Nee, das nicht.
Guck mal, Mario Kart hatten wir auch schon lange nicht mehr. Beziehungsweise ein Rennlevel. Und hier hat jemand tatsächlich die Rainbow-Strecke von Mario Kart geremaked. Und Alter, bin ich slippery. Habt ihr das gerade gesehen? Ist das 200er CCM? Oh, Alter! Oh. Man darf nur ganz leicht tippen. Ansonsten... Was ist denn hier? Warum ist es dunkel? Ich sehe nichts! Licht anmachen! Spiel... Ah! Ja, weil es dunkel geworden ist. Da habe ich nichts mehr gesehen. Boah, das ist voll schwer. Geht es hier darum, alle Münzen zu sammeln? Oder... Warte mal, ich nehme mal die Wolke. Gucken, was dann passiert. Nichts. Aber es ist auch nicht dunkler geworden. Vielleicht... Ah, jetzt! Vielleicht muss man die Wolke nehmen. Ich kann auch springen, okay. Ah. Okay, alleine ist sie tatsächlich ein bisschen sinnlos, oder? Ich glaube, du kannst dir ja Zeit lassen und dir alles angucken und sowas, aber... Hui, hui. Oh, nein, ich wollte darüber hüpfen. Hui. So, genau. Oh Gott. Was passiert, wenn ich den... Ich will mal zu den Luftballons. Ich will mal sehen, was passiert, wenn ich die Luftballons habe. In die Luftballons hüpfe. Ah, Mann! Ich will den Luftballon haben. Nichts. Okay. Die zerplatzen doch nicht mal. Das sind die härtesten Luftballons der Welt. Ja, also, ich glaube tatsächlich, das soll man eher mit Freunden zusammenspielen, oder? Und wieso es immer wieder dunkel wird, verstehe ich nicht. Gibt für mich keinen wirklichen Sinn. Komm, jetzt einfach Perfect Round, auch wenn ich wenn ich hier behindert werde. Ich kann heute irgendwie nicht sprechen, ich weiß auch nicht wieso. So, hier nochmal die Abkürzung, also die Ding. So, jetzt hier langfahren, nicht runterfallen. So. Yay! Und jetzt noch einmal hier rüber. Ja! Ich hab's geschafft. Ich bin einmal drüber gefahren, oder? Oh Gott. Ja, jetzt bin ich einmal durch. Ja gut, die Münzen gibt's tatsächlich... Ah, ich wollte gerade sagen, nur am Anfang. Nee, die gibt's hier zwischendrin auch mal wieder. Aber die machen ja keinen Sinn. Und auch die Blöcke machen keinen wirklichen Sinn. Ja, es werden halt die Münzen gezählt, ne? Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie eine Rundenanzahl schaffen muss oder so. Ich fahre jetzt mal hier lang. Ob ich eine Rundenanzahl schaffen muss, um das Level abzuschließen oder so. Ob man hier überhaupt zu zweit spielen kann, das wäre auch nochmal interessant zu wissen. Oh. Wow. Das weiß ich allerdings in dem Fall auch nicht. Hui. Ist nett gemacht, aber ich glaube, im Together wäre es auf jeden Fall interessanter und lustiger. Oh, ich habe eine Münze vergessen. Das mit dieser Wolke hier habe ich auch nicht ganz verstanden. Die hat also nichts mit dem Licht zu tun. So, reicht jetzt auch, ne? Ja, ist nett. Ist nett. Hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Ich würde mal sagen... Doch, es ist ein knapper Stern geworden, weil hier sich ja wirklich sehr viel Mühe gegeben wurde, von Blockstar die Strecke wahrscheinlich wieder nachzubauen. Fand ich ganz süß, aber das ist so, alleine ist es natürlich totaler Schwachsinn. Wenn, dann müsste man wirklich zu zweit hier spielen. Ich habe keine Ahnung, ob man das rein theoretisch könnte. Vielleicht geht das ja. Ich habe keine Freunde, deswegen kann ich es nicht testen. Aber nee, es ist ein knapper Stern geworden. Aber auch nur knapp, wirklich, weil für mich als Einzelspieler... war nicht wirklich vieles dabei und vieles, was ja keinen Sinn ergeben hat, das mit dem Lichterflackern, ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein bisschen ein Effekt sein soll, vielleicht war die Strecke damals auch so ähnlich und ich weiß es einfach nur nicht. Naja, so, jetzt möchte ich aber auch ein bisschen was Besonderes haben hier, ne? Wie wäre es denn zum Beispiel mit Up the Hill? Ich glaube, das ist momentan auch im Trend. Go to the treasure, B to jump. Okay, das ist Fall Guys. Oder? Es ist genau wie Fall Guys. Oh, ich kann hier... Oh Gott, ich komme ja auch hier, die Bälle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich auf den Dingern stehen oder... werde ich dann gebasht? Ah, ah. Ah, 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 ah. Nein! Oh! Oh! Nein! Oh! Ja! Huh!
Level 1. Wie viele Level gibt es? 10? Okay. Gut, es ist simpel. Es ist in seiner Einfachheit, aber irgendwie cool. Da ist ein Checkpoint in der Mitte. Muss ich den erreichen oder... Oh. Au! Scheiße. Ach, ich habe 3 Leben. Jetzt sehe ich das ja erst. Vorhin habe ich wahrscheinlich 1 verloren, ne? Muss ich den Checkpoint erstmal antatschen oder reicht es, wenn ich drüber hinweggelaufen bin? Quasi. Na gut, da steht nur Checkpoint. Okay. Übrigens, by the way, finde ich es übrigens mega geil, dass immer mehr Checkpoints integriert wurden. Finde ich mega, mega gut. Mittlerweile haben die Leute sich mit dem Spiel wahrscheinlich ein bisschen mehr auseinandergesetzt und kennen sich da jetzt ein bisschen besser aus. Und da ist Checkpoint mittlerweile eine der gängigsten Lösungen wahrscheinlich mittlerweile. Aua! Anstatt mehrere Level zu machen, was nicht schlimm ist. Also wenn ich alle runtergeladen habe, dann spiele ich auch mehrere Level. Aber anscheinend ist das Thema Checkpoint jetzt mittlerweile doch etwas gängiger, geläufiger. So. Ich bin ziemlich gut in dem Spiel, oder? Ein paar Mal gestorben am Anfang. Ich habe aber das Gefühl, der Schwierigkeitsgrad steigert sich natürlich, ist klar. Man sieht ja, dass mehrere Bälle hier fliegen und finde ich auch gut gelöst. Aber ich habe jetzt nicht, also gerade zwischen Stufe 2 und 3 habe ich jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Hier, okay. Ab einem gewissen Punkt kommen dann doch nicht mehr so viele Bälle, wie ihr sehen könnt. Jetzt hier habe ich so eine Phase, wo fast gar keine Bälle kommen. Au. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt... Soll ich es noch bis zu Level 10 machen? So, gucken, ob ich es schaffe. Es ist ein Score dabei, das finde ich übrigens extrem gut, weil dann ist der Wiederspielwert größer. Normalerweise würde man sagen, sobald man das hier einmal geschafft hat, spielt man das wahrscheinlich nicht nochmal. Aber wenn man einen Score erreichen will, einen ganz besonderen, dann ist natürlich klar, dann spielt man wahrscheinlich nochmal. Ja, wieso konnte ich nicht mehr springen? Habt ihr es gesehen? Ich bin so komisch geschwebt. Ich habe geschwebt. Aber der Checkpoint, den habe ich doch jetzt gar nicht... Das ist doch gar kein Checkpoint. Verarsch mich nicht, Spiel. Oder meinen die damit Checkpoint, dass du halt das Level nochmal machen kannst? Wenn du jetzt hier in dem Level steckst. Oh, Alter, ich bin mitten reingefallen. Ne? Alter! Oh Gott, nur noch ein Leben. Nein, nein, nein! Ah! Okay, so viel zum Thema. Oh Gott, schon 2 Leben am Anfang. Im Spawn! Wer verliert im Spawn 2 Leben? Nur Toffee kann das. Komm, mit einem Leben den Rest des Weges durch. Komm, das ist Challenge Time. Andere Leute schaffen das nicht. Ich weiß nicht, was intelligenter ist. Ich versuche immer irgendwie die ganze Zeit einfach nur hochzukommen. Und und zu ignorieren, dass ich... Oh ja, der kam fies. Der kam richtig fies. Und zu ignorieren, dass da irgendwie die Kugeln auf mich zukommen. Man kann aber auch ein bisschen seitwärts gehen, so wie ich es jetzt gerade eben probiert habe. Ich krieg richtig Bock auf Fall Guys, wenn ich das jetzt hier spiele, ne? Ich hab jetzt gerade. Guck mal, ich häng schon wieder. Ich häng schon wieder fest. Habt ihr das gesehen? Ich schwebte so ein bisschen auf der Stelle. Oh Gott. Alter! Was? Nein, was? 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 Hör auf, mich zu verarschen! Nein! Oh Gott! Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es! Ja, ja, ja! Level 5 erreicht. Super! Level 6. Okay, noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber. Eigentlich will ich schon sehen, wie Level 10 abgeht. Da wirst du ja wahrscheinlich nur noch bombardiert. Da kommt eine Flut runter und du kommst wahrscheinlich gar nicht durch. Oh Gott. Oder ist mit Checkpoint gemeint, dass man da kurz stehen bleiben kann und innehalten kann? Das kann natürlich auch sein. Au. Oh Gott. Ja, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ja! Level 6. Oh, instant. Guck mal. Und die Musik ist irgendwie viel zu fröhlich. Stell dir mal vor, in deinem wahren Leben wirst du von so vielen Bomben, sagen wir jetzt einfach mal, sagen wir auch Bälle, geht auch. Sind teilweise auch Medizinbälle dabei. Oder vielleicht sind es auch Bälle, die vorher in Juckpulver getränkt sind oder sowas. Keine Ahnung, kann ja solche Sachen sein. Dann würdest du, glaube ich, mit solcher Musik nicht konfrontiert werden, weil du bist einfach total getriggert, oder? Alter, was? Sag mal, was hört... Die haben mich doch gar nicht getroffen, verarsch mich nicht.
Das ist kein Grund für fröhliche Musik hier, das Ganze. Ganz und gar nicht. Alter, oh, jetzt wollen sie es aber wirklich wissen, ne? Guck dir das an. Wer hebt die denn am Ende wieder alle auf, die ganzen Bälle, die da unten gelandet sind? Oh Gott. Ja, ich gehe jetzt mal hier hin. Ey, der hat mich nicht getroffen, Alter. Da muss man nichts mehr zu sagen, oder? So, kurz hier. Nein, 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 der trifft mich nicht. Ich wollte es gerade sagen. Ja, siehst du? Der hat mich nicht getroffen. Oh, aber man will es schaffen tatsächlich. Also der innere Schweinehund ist da. Er will besiegt werden, der innere Schweinehund. Au, nein, 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 nein. Oh. Oh, 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 oh. Level 8. Oh Gott. Schnell, bevor die ganzen Bälle kommen. Die kommen eh. Kannst knicken. Das ist, Alter. Das ist ja brutal. Kann man das nicht irgendwie wie romantischer machen oder sowas? Das sind keine Bälle, das sind Marzipankartoffeln. Ich konnte schon wieder nicht, habt ihr es gesehen? Ich bin schon wieder geschwebt. Also von Marzipankartoffeln, von so vielen würde ich mich gerne anditschen lassen. Ich habe vorhin erst wieder Marzipan gegessen, deswegen komme ich da drauf. Ja, ich bin ein Marzipan-Fan. Lasst mich leben. Ich weiß, viele Leute mögen es nicht, aber ich liebe es. Aua. Ich liebe es wirklich. An Weihnachten ein Muss. Und zwischendurch Niederegger-Marzipan, so richtig gutes. Aua. Muss auch mal sein. Für mich persönlich. Ich glaube, hier in der Mitte zu bleiben, ist gar nicht so doof ganz am Anfang. Also die Anfangspassage hier so mittig zu bleiben bei der Plattform. Weil die schon so ein bisschen was abschirmt, finde ich. Oh, ich will es schaffen. Ich will... Oh, nein! Ich wollte nur gucken, ob das... Nein, ich wollte nur gucken, welche Marke das vom Ball ist. Ach Gott. Ah, Mann. Ich sagte mittig bleiben und dann gehe ich noch trotzdem nach rechts. Aua! Ach, hört doch auf! Ihr seid, also, langsam glaube ich euch nicht mehr, dass das echt ist. Ihr wollt mich einfach sterben sehen. Wir sind bei 17,5 Minuten Part, ja? Jetzt ist langsam Feierabend. Gut, aber es ist das dritte Spiel. Da können wir ruhig ein bisschen länger brauchen. Ich will Stufe, ich will Level 10 kennen. Ich will sehen, wie schlimm das wird. Ich kann gar nicht so viel hüpfen. Fällt mir gerade so ein. Nein! Sag mal, kurz vor Schluss werde ich noch so gebasht, weißt? Zwei, drei Bälle. Brrr. Was ist das hier für ein Spiel? Oh, aber es ist gut. Es ist echt gut. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben, ein Trigger-Level zu machen. Und... Ich will Stufe 10 kennen. Aber dafür muss ich erstmal Stufe 9 auch noch schaffen. Nach der 8 hier. Ach, okay. Jetzt hier. Ist ein bisschen frei. Oh, aber nicht mehr lange. Oh Gott, nein. Oh Gott, dieser eine rote, der war echt gemein. Oh Gott, 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 oh Gott. Nein! Mitten in die Fresse, Alter. Ich hab's gesehen, der hat mich noch angegrinst, der Scheißball. Der wusste ganz genau, er trifft mich. Oh, ist das dreckig, Alter. Oh, Fall Guys lässt wirklich grüßen, weil da triggert's mich auch extrem hart. Ich glaube, ich habe mich bei keinem Spiel so dermaßen aufgeregt wie bei Fall Guys damals, als ich es noch intensiver gespielt habe. Das waren aber auch nur gefühlt 2 Tage. Oh, das war ein extrem guter Run jetzt hier gerade. Oh. Level 9. Hilf, ich hab Angst. Ich hab Angst, Mama. Okay, ich geh mal links lang. Die linke Seite hat... Oh ja, genau. Von wegen, ich gehe links lang. Hilfe. Aua. Die linke Seite hat gelitten, wollte ich gerade sagen, weil die ein bisschen vernachlässigt wurde von meiner Seite. Oh. Aber bitte, guckt euch das mal an. Warum sollte ich hier lang laufen? Frage ich euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Ich war so kurz davor. Hm.
glaube, hier gibt es keine gute Seite. Das kommt ja sowieso alles random, ne? Also jeder Ball fällt hier ja ziemlich random und jetzt ist der Wurm drin. Und deswegen... Ich hätte gern so einen Schrei, wenn man getroffen wird. So fühle ich mich gerade. Oh Gott! Hilfe! Oh Gott! Ja klar, wo war der denn jetzt? Kam der aus dem Nirvana oder was? Du verlierst den Überblick. Irgendwann kommt der Schlendrian rein, dann denkst du, du hast alles im Griff, aber die Bälle... Ja, sie fallen halt auch richtig beschissen, sodass du manchmal das Gefühl hast, du hast alles im Griff, aber... Dann sind sie wieder unberechenbar. Ja, guck mal, wo hat der mich jetzt getroffen, bitteschön? Gar nicht hat er mich getroffen. Oh Gott. Alter. Ja, hier, seitlich. Komm. Nein! Von wegen. Der hat mich auch nicht getroffen. Verarsch mich nicht. Oh Gott. Hasst die Menschen und ich springe in den Tod. Was ist denn das hier für ein Idiot? Das ist der Toffee, der macht Kot. Ja, so. Irgendwie so. So fühlt mich, werde ich gerade getriggert von dem Lied. Ach du Scheiße. Gib mir noch mal eine Pause. Oh, kann man kurz auf Pause drücken? Kann man tatsächlich, glaube ich, ne? Oh Gott. Nein! Die oberste Stelle ist halt die fieseste, weil da die Bälle halt einfach total krass rausgebasht werden, ne? Und da musst du halt Glück haben, dass du gerade eben so eine Phase erwischt hast. Ja, der hat mich nicht getroffen. So eine Phase erwischt hast, wo das Teil, das die Bälle rausschlägt, nicht gerade in deiner Nähe ist. Weil wenn es in deiner Nähe ist, kannst du gleich knicken, dann ist vorbei. Oh Gott. Okay, es hat mich nicht getroffen. Alles gut. Alles gut. Oh Gott. Alles gut. Puh, okay. Kurz durchatmen, aber nur ganz kurz. Oh Gott. Alter, nein. Und ich hab's geschafft hier. Ja, verdammt. Oh Gott, letztes Level. Oh Gott, die Musik ändert sich. Okay, es hat sich schon gelohnt. Und Hardcore wäre es natürlich jetzt mit einem Leben, weißt du? Nicht nur, dass es das letzte Level ist, mit anderer Musik auch noch ein Leben, weißt du? So richtig Hardcore. Alter, guck's dir an. Guck dir diese... Alter! Alter, der Entwickler hasst Menschen. Kann das sein? Nein! Wie geht... Guck dir das an! Ich komm noch nicht. Ich stehe am Spawnpunkt und sterbe! Das geht doch nicht! Alter! Oh Gott, Alter! Ah ja, klar! Oh Gott, nee, ey! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Ich komm noch nicht mal zum Mittelpunkt, ey! Hilfe! Ey, das kannst du vergessen. Das sieht aus, als hätte jemand einen Karton von Flummis aus Versehen ausgepackt. Unabsichtlich. Ich würd mal gern wissen, ob der Entwickler selbst das geschafft hat. Wahrscheinlich nicht, oder? Falls Sie das hier sehen, Herr Entwickler hassender Menschen. Haben Sie das wirklich geschafft oder gibt es einen Trick? Gibt es einen, was weiß ich, drücken sie hoch, runter, rechts, rechts, links, hoch, runter, links, rechts und dann ist gecheatet und dann kommst du durch. Ich komme noch nicht mal vorwärts, habe ich das Gefühl. Ah, sag mal. Ich schaff das nicht. Tut mir leid, Leute, ich komme noch nicht mal zum Mittelpunkt. Und du kannst ja nichts auswendig lernen. Das ist ja reiner Zufall, beziehungsweise, ja, eben die Bälle fliegen halt weg und du kannst halt hoffen, dass du mal so einen guten Moment erwischst, aber... Hier einen guten Moment? Alter. Nee, Entschuldigung.
Wir sind eher am Ende des Parts angekommen, aber saugeil. Crispy. Richtig gut, wirklich. Gibt einen fetten Stern, wirklich. Das war echt gut. Das war wirklich gut. Es waren nur 3 Level, aber dafür waren wenigstens 1 wirklich gut, 1 gerade so gut und 1, ja gut. Ja gut. Kann man so sagen, ne? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich das Finale nicht mehr geschafft habe. Ihr könnt es ja selber probieren, wenn ihr wollt. Denkt an die Bewertung und Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal beim Spielestudio, wenn es hoffentlich etwas leichter für Toffee weitergeht. Tschüss.